Die Spielebibliothek des Game Boy Colors ist ja ein großer weißer Flecken auf meiner persönlichen Spielelandkarte. Ich bin ein großer Fan vom klassischen Link's Awakening auf den Game Boy und auf den Game Boy Color gibt es gleich zwei Zelda-Spiele, die quasi identisch aussehen. Können sie mit dem Klassiker mithalten? Lasst es uns zusammen herausfinden. Was taugt The Legend of Zelda Oracle of Ages für den Game Boy Color heute noch? Das Spiel war eines der ersten Zelda-Spiele der Hauptreihe, also die Philips CDI-Spiele zähle ich hier mal nicht dazu, das nicht von Nintendo selbst entwickelt wurde, sondern von Capcom. Es erschien zusammen mit dem Schwesterspiel Oracle of Seasons 2001 weltweit. Publisher war da natürlich Nintendo. 2013 erschien es auch auf der virtuellen Konsole des 3DS und seit 2023 ist es auf der Switch Online verfügbar, allerdings nur in Japan und in den USA. Oracle of Ages ist ein Action-Adventure-Spiel, das die typische Zelda-Formel beibehält und dabei einige kleine interessante neue Mechaniken einführt. Ihr steuert Link aus der Vogelperspektive durch die Welt von Labrunna. Das Hauptziel des Spiels besteht darin, die böse Zauberin Veran zu besiegen und die Zeit wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Um dies zu erreichen, müsst ihr zahlreiche Dungeons erkunden, Rätsel lösen und gegen verschiedene Feinde kämpfen. Ein klassisches Zelda eben. Ein zentrales Element des Spiels ist die Zeitreisemechanik. Mit der Harfe der Zeiten, die ihr im Laufe des Spiels erhaltet, könnt ihr zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart hin und her reisen. Die braucht ihr natürlich dann auch, um diverse Rätsel zu lösen. Oft müsst ihr in der Vergangenheit eine Veränderung bewirken, die sich dann auf die Gegenwart auswirkt. Beispielsweise könnt ihr in der Vergangenheit einen Baum pflanzen, der in der Gegenwart zu einem riesigen Baum heranwächst und euch Zugang zu einem neuen Gebiet verschafft oder eine Höhle, die in der jetzigen Zeit verschüttet ist, aber natürlich noch nicht in der Vergangenheit. Ihr könnt die Zeitebene aber nur an bestimmten Feldern immer hin und her wechseln. Die Dungeons gibt es natürlich auch hier und die sind wie gewohnt hervorragend gestaltet und bieten eine Vielzahl von Herausforderungen. Jeder Dungeon hat ein einzigartiges Thema und spezielle Rätsel. Ihr müsst Schalter umlegen, Blöcke verschieben, Feinde besiegen und verschiedene Gegenstände geschickt einsetzen. Rätsel sind oft komplex und erfordern kreatives Denken sowie ein gutes Gedächtnis, um die Zusammenhänge zwischen den Zeitebenen zu verstehen. Ein Beispiel für ein typisches Dungeon-Rätsel ist natürlich das Verschieben von Blöcken, um Pfade freizulegen oder Schalter zu aktivieren. Manchmal müsst ihr auch bestimmte Gegenstände wie Bomben oder den Greifhaken verwenden, um Hindernisse zu überwinden oder neue Bereiche zu erreichen. In einigen Dungeons gibt es sogar Rätsel, bei denen ihr zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart hin und her reisen müsst, um die Lösung zu finden. Auch die Seitenansicht Jump'n'Run Passagen haben es übrigens hier wieder hineingeschafft. Die Bosskämpfe von Oracle of Ages sind natürlich auch spannend und abwechslungsreich. Jeder Dungeon endet mit einem Bosskampf, bei dem ihr die in den Dungeon erlernten Fähigkeiten und Gegenstände einsetzen müsst. Die Bosse haben oft spezielle Schwachstellen und Angriffsmuster, die es zu erkennen und auszunutzen gilt. Auch das erfindet das Rad jetzt alles nicht neu, aber das muss es ja auch nicht. Neben der Hauptstory bietet Oracle of Ages natürlich auch eine Vielzahl von Minispielen und Nebenquests, die zusätzlichen Spielspaß bieten und natürlich oft nützliche Belohnungen wie Herzteile und spezielle Items einbringen. Ein Beispiel ist das Goron-Tanzspiel, bei dem ihr im Rhythmus zur Musik tanzen müsst, um Belohnung zu erhalten. Auch die Suche nach verlorenen Feen und das Sammeln von Ringen, die Link in verschiedenen Fähigkeiten verleihen, gehören zu den unterhaltsamen Nebenbeschäftigungen. Natürlich bekommt ihr hier auch verschiedene Items während eurer Reise und als Belohnung in den Dungeons. Hier findet ihr aber im Vergleich zu Link's Awakening nicht allzu viel Neues. Viel bekannter sind dabei, wie die Sprungfeder, der Greifhaken und so weiter. Allgemein erfindet dieser Ableger der Serie natürlich nicht neu, ist für mich eher so eine Art Link's Awakening 1,5. So fühlt es sich zumindest für mich an. Es tut mir sehr leid, aber auch hier bei der Technik muss ich den Vergleich zu Link's Awakening ziehen. Hier ist kein großer Sprung nach vorne zu sehen. Die verwendete Engine ist die gleiche und die grundlegenden Sprites wurden wiederverwendet. Auch hier ähnlich wie beim Gameplay. Dennoch erwartet euch hier natürlich trotzdem eine fantastische Technik. Die Grafik holt so einiges aus dem System raus und auch der Sound und die Musik sind natürlich wieder klasse. Was taugt The Legend of Zelda Oracle of Ages für den Game Boy Color heute noch? Link's Awakening finde ich immer noch besser, wobei es natürlich stark mit meiner Nostalgie verwoben ist. Gefühlt war es etwas verspielter als diese Teile. Muss man mögen oder auch nicht. Das heißt es aber auf keinen Fall, dass Oracle of Ages ein schlechtes Spiel ist. Das ist nicht mehr ansatzweise der Fall. Hier erwartet euch ein toller Zelda Handheld-Ableger mit einer tollen Mechanik und vielen Abenteuern. Also genau das, was man bei einem Zelda-Spiel so sucht. Ein absoluter Pflichttitel in meinen Augen.